Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus verunsichert zurzeit viele Menschen. Wir klären wichtige Fragen zum Coronavirus. Diesmal, was ist verboten, was erlaubt? Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hat die nordrhein-westfälische Landesregierung weitreichende Maßnahmen beschlossen. So ist es ab jetzt verboten, sich in der Öffentlichkeit mit mehr als 2 Personen zu treffen. Für die Kernfamilie und Menschen, die gemeinsam in einem Haushalt leben, wie Lebenspartner und WG-Mitbewohner, gilt dieses Kontaktverbot nicht. Wo immer möglich, soll zu allen anderen Personen ein Abstand von mindestens 1,5 Metern gehalten werden. Weiterhin erlaubt sind aber alle notwendigen Tätigkeiten in der Öffentlichkeit. Dazu gehören der Weg zur Arbeit oder zu Sitzungen und Prüfungen, der Weg zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche oder Hilfe für andere. Auch ist es erlaubt, mit Bus und Bahn zu fahren. Wer gegen das Kontaktverbot verstößt, muss mit hohen Strafen rechnen. Bei einer unerlaubten Ansammlung von mehr als 2 Personen werden 200 Euro pro Person fällig. Öffentliche Ansammlungen von mehr als 10 Personen sind eine Straftat und können sogar mit Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren verfolgt werden. Krankenhäuser und Pflegeheime dürfen nicht mehr besucht werden. Außer es ist aus medizinischen oder aus Rechtsgründen erforderlich. Auch wer gegen dieses Verbot verstößt, muss mit einem Bußgeld von 200 Euro rechnen. Es können allerdings Ausnahmen eingeräumt werden, zum Beispiel auf Geburts- und Kinderstationen oder bei Palliativpatienten. Restaurants und Gaststätten sind geschlossen. Es können aber weiterhin Speisen abgeholt oder nach Hause geliefert werden. Sie dürfen allerdings im Umkreis von 50 Metern nicht verzehrt werden. Alle Kneipen, Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen und Spielbanken müssen schließen. Auch Theater, Kinos und Museen sind zur Schließung verpflichtet. Zudem müssen Fitnessstudios, Saunen und Schwimmbäder zubleiben. Trainings in Sportvereinen oder auf dem Bolzplatz sind nicht mehr erlaubt. Neben den Schulen und Kindergärten sind auch außerschulische Lernorte wie Musik- oder Volkshochschulen zu. Spielplätze sind gesperrt, ebenso Freizeit- und Tierparks. Lebensmittelgeschäfte und Wochenmärkte, Apotheken und Drogerien, Banken, Postfilialen und Zeitungsläden, Tankstellen, Tierbedarfsläden, Reinigungen und Waschsalons und Geschäfte des Großhandels bleiben geöffnet. Bibliotheken, auch an Hochschulen, müssen strenge Auflagen erfüllen. So müssen Besucher registriert und ihre Anzahl beschränkt werden. Außerdem muss mindestens 2 Meter Platz zwischen den Arbeitsplätzen eingehalten werden. Verboten sind Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch nicht eingehalten werden kann. Das betrifft Friseure, Nagelstudios, Tätowierer und Massagesalons. Andere Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiter nachgehen, wenn sie Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen treffen, wie beispielsweise einen Mindestabstand von 1,5 Metern. Auch Physio- und Ergotherapeuten können arbeiten, wenn durch ein ärztliches Attest nachgewiesen wird, dass die Behandlung medizinisch notwendig ist. Außerdem müssen strenge Schutzmaßnahmen vor Infektionen getroffen werden. Veranstaltungen und Versammlungen sind untersagt. Dazu gehören auch Gottesdienste. Bestattungen und Totengebete im engsten Familien- und Freundeskreis bleiben erlaubt. Die Maßnahmen gelten zunächst bis zum 19. April.